Moin ihr Lieben und willkommen zurück hier LS19 auf der NF Marsch. Ja, wir sind wieder hier. Und ja, ich habe na klar wieder Mist gebaut gehabt. Ich hatte bei dem Kollegen hier, da steigen wir jetzt auch mal kurz aus, den falschen Arbeitsmodus eingestellt gehabt. Deswegen hat das mit dem Beladen nicht so geklappt, wie das eigentlich hätte klappen sollen. Ja, aber er fährt. Das ist ja jetzt die Hauptsache. Was fehlt hier? Also Tomaten haben wir na klar keine. Kirsche. Ja, das sind die ganzen anderen Obstgeschichten. Da werden wir uns, denke ich, auch mal demnächst drum kümmern müssen. Was ist hier? Erdbeeren? Ei? Oh, Eier können wir hier auch. Ja gut, aber... Nee. So, oh, der muss nur noch entladen werden. Okay. Das heißt aber, wir könnten, wenn wir den Kollegen... Oh, und hier ist... Geht hier nichts mehr rein? Oh, aber dann lass uns den einmal zurückschicken. Dann kann der wenigstens den Drescher abladen. Ah ne, da ist der schon da. Na gut, wird schon irgendwie klappen. Aber ich wollte eigentlich den da hinten. Dann kann der nämlich hier mit dem Düngestreuen anfangen. Das ist die 58. 58. Jetzt haben wir hier nur 36 Meter. 50 Meter passt. Zack, erster Wegpunkt. Boah, das bekommt der hin. So, der Class Lexion ist fertig. Jo, jetzt müssen wir mal gucken, wo haben wir Reife? Genau, hier die 14 war das, ne? Da war doch Mais drauf. Und sonst haben wir ja aktuell nichts mehr. Also, ja. Feld 14. Aber jetzt müssen wir nur einmal die Abbarer, die müssen dann doch beide einmal... abfahren. Ja, der ist jetzt da klar genau wieder da. Kann gleich wieder zurückfahren zur Brauerei. Dann hoffen wir mal, dass ihr das leer bekommt. So, genau. Wir wollten aber auch mal schauen, wie viel wir jetzt Holz hier in das Sägewerk bekommen haben. Wir haben ja da gestern sehr viel gefahren. Ja, 1,5 Millionen. 73% voll, perfekt. So, der Steier ist fertig. Das ist gut. So, Feld 12, da sind wir am Ballenpressen. Hier ist noch nichts. Wir haben aktuell kein Feld, das wir ansehen können. Perfekt. So muss das sein. Genau, den haben wir hier stehen. Der macht sich auf den Weg nach drüben. Hier kommt Gerste. Dann fällt nämlich der Punkt auch gleich raus. Ach, warte mal, wie ist denn... Ach ne, das ist auch noch im Wachstum. So, komm, dann lade du mal deine Gerste ab. Will sehen, dass du das schaffst. So, komm, ne.
Ist der wieder zu lang hier? Oh Gott, dann müssen wir ja einen Meter vorfahren. Aber guck mal, das geht ja auch so. Und dann kannst du gleich weiterfahren, nochmal abholen, Gerste. Damit wir das auch hier weiter reinbekommen. So, guck mal. Und los geht's. So, Stroh. Mal gucken, das könnten wir heute sogar fertig bekommen. So, der ist irgendwo im Vorgewände. Ich wollte gerade sagen, das sieht ein bisschen komisch aus. Ja, dann würde ich sagen, sammeln wir hier mal kräftig weiter ein. Oh, die Flüssigdüngerherstellung ist voll. Das heißt, da könnten wir mal einen 100.000er Tank verkaufen fahren. Das ist sehr gut. Das ist sehr gut. Dann kommt mal wieder ein bisschen Geld hier in die Kasse. Dann müssen wir nur. Gut, das Wasser können wir zur Not auch da in die Flüssigdüngerproduktion reinmachen, das jetzt noch im Tank drin ist. Genau. So, das heißt, wir müssen aber als nächstes dann schauen, was hier zu tun ist. Auf diesem schönen Feld. Der Glas Xerion muss aufgefüllt werden. Das ist, glaube ich, die Baumwollsämaschine. Ja, guck mal, das passt doch. Wir sind hier gerade so weit. Dann machen wir da mal einen kurzen Jump hin, das heißt, wir entlassen den, klappen zusammen und holen uns den da. So, das einmal runter und auffüllen. Na? Ja. Wir fahren ein Stück zurück. Stehen wir jetzt so doof da, dass das nicht mehr belädt hier. Ja, kuscheln wir uns ein bisschen näher ran. So, jetzt läuft das wieder. So, Dünger ist voll. Saatgut dann auch gleich. Dann geht das hier weiter mit dem Ansehen. Schon mal hier. Nein, ich will nicht da rein. Ich will hier rein. Spanngurte drum. So. Einstellen. Gut, das läuft. Ja, ihr habt jetzt hier einen kleinen Stau, weil das wirklich nicht alles reinpasst. Hopfen ist einfach voll. Aber dann machen wir was anderes. Da wir mit denen ja eh jetzt auf Feld 14 eigentlich abfahren sollten,
und das Ganze ins Hofsilo kippen. Schicken wir den erstmal zum Abladen und dann auf die 14. Den genauso. Dann geht halt das bisschen erstmal ins Lager. So. Ihr seid auch. Oder ihr trefft euch. Guck mal, genau die, die nachher wieder zusammenarbeiten müssen, haben sich hier geknutscht. Ja, komm, wir fahren den Drescher da schnell selbst rüber. Suchen aber dann schon mal Dreschen. 14, 12 Meter. Zack, zack. Erster Wegpunkt. Da haben wir schon mal den passenden Kurs für den hier. Dann kann der gleich mit dem Mais weitermachen. Ja, und was wir auf der 58 ansehen, das müssen wir uns jetzt auch überlegen. Wir pflügen ja. Ja, rein theoretisch wäre dann ja wirklich was mit der Einzelkorn sinnvoll. Aber ich wüsste aktuell nicht, was. Ob man noch mal. Ja, Mais haben wir eigentlich relativ viel gemacht. Ja, zur Not machen wir da noch mal Sonnenblumen. Sonnenblumen kann man, glaube ich, auch immer gebrauchen. Ja, machen wir Sonnenblumen. Das heißt, da kann die Sämaschine, die jetzt auf der 4 die Baumwolle macht, dann quasi übersetzen und da drüben dann weitermachen. Aber wie gesagt, wir müssen eh erst pflügen, also jetzt hat ja noch Zeit. Ja, aber ich sehe, die Tomate in der Gemüsefabrik wird schon wieder knapp. Da müssen wir irgendwie auch gucken. Genau, wir wollen das mit dem Stroh gleich noch fertig machen. Ich denke, wir werden, auch wenn wir den Anhänger jetzt nicht ganz voll bekommen, trotzdem einmal das Stroh verkaufen fahren. So, guck mal, hier passt dein Ding. Dann machst du los. So, und wir gehen hier auf die Jagd nach Strohballen. Wobei wir doch relativ nah ans Voll kommen werden, denke ich mal. Also an das Vollwerden des Aufliegers. Und dann schauen wir, was wir hier machen müssen mit diesem Feld. Wir müssen vor allem schauen, wo wir das Stroh loswerden. Das machen wir mal gleich. Stroh. Stroh. Beim Heizkraftwerk. 127. Okay, das ist nicht gerade wenig. Und auch wenn der Preis noch am Steigen ist, wir müssen es weghauen. Wir brauchen Geld. Wir müssen mindestens noch eine Tomatenproduktion oben bei der Gemüsefabrik bauen. Und wie es dann weitergeht, werden wir sehen. Wir müssen eben noch die ganzen anderen Obstplantagen werden noch kommen. Dann kommt ja die. Ja, ich will, anders gesagt, ich will gucken, dass wir, wenn wir dann eben auch im Livestreaming mit dem Projekt hier noch weitermachen, dass wir alle Produktionen
bauen, die es hier gibt auf der Marsch. Das heißt, wir können ja mal einfach mal reingucken. Wollen wir, wo war das hier? Gut, Lager haben wir. Die Bäckerei fehlt uns noch. Das haben wir dann eben Birne. Da ist auch die Fischfabrik fehlt. Die haben wir nicht. Flüssigdünger, Gemüse, die haben wir. Getreide haben wir, eine Heutrocknung. Ja gut, das brauchen wir nicht unbedingt. Ein Himbeerfeld bräuchten wir. Die Holzkohlefabrik. Käserei fehlt uns. Ach Gott, das ist wirklich noch eine Menge. Lebensmittel. Marmelade fehlt. Mirabellen fehlen. Die Mosterei haben wir noch nicht. Nudelfabrik haben wir, Ölmühle haben wir. Hier, die ganzen Obstdinger, Rollrasen haben wir nicht. Rübenschnitzel fehlt. Ja, und ja, eventuell noch die Schweinezucht. Aber ich glaube, die muss nicht unbedingt sein. Aber es ist auf jeden Fall eine verdammte Menge an Zeugs, das wir noch bauen müssen. So, aber wir haben jetzt 36 plus 48 Ballen. Dann würde ich sagen, ab geht's zum Heizkraftwerk und das auf jeden Fall in dieser Folge noch verkaufen. So, wir machen aber mal die Rundumleuchte an. Bei so einem langen Roadtrain ist das, glaube ich, sinnvoll. Oh, oh, da. Hi! Ja. Wo sind wir jetzt dagegen gefahren? Ich wollte nur sagen, da kommt ein LKW. Aber wir fahren hier mal geradeaus. Und dann geht's hier links rein. So, also den Strohverkauf werden wir auf jeden Fall heute noch machen. Das muss man gucken. Ja, gut, 2 Minuten haben wir. Das könnte knapp werden, aber es wird trotzdem gemacht. So, der John Deere Düngerstreuer ist fertig. Und ja, gut, der MB-Traktor klar auch. Das heißt, wir könnten morgen dann den Pflug losschicken auf der 58. Und ja, alles weitere sehen wir dann. So, wir hätten eigentlich noch weiter rüberfahren können. Aber gut, dann fahren wir einmal durch die BGA durch jetzt. Dann geht es an den Verkaufspunkt. So. Ja, das kriegen wir wunderbar zeitnah sogar noch hingeregelt. Hier war das. So, dann würde ich jetzt sagen, wir machen einmal Abladen, Spanngurte drum und hinten das gleiche. Und dann hoffe ich, wenn wir hier einfach direkt über den Trigger drüber fahren, wenn wir nicht irgendwo hängen bleiben. Ja. Dass wir hier quasi direkt alles vom Anhänger wegbekommen. Jo, funktioniert. So. 215.000 nur durch ein bisschen Stroh. So muss es sein.
Und passend dazu Feierabend für heute. Morgen dann geht's weiter. Schaut wieder rein. Bis dann. Tschüss, ciao und